Kurelzia-D wurde eingestellt. Aber Sie können nahtlos zum Ares Commander übergehen. Es bietet die gleiche Technologie, das gleiche DWG-Dateiformat und mehr Funktionen. Zu einem sehr günstigen Preis. In diesem Video erfahren Sie alles über die 10 wichtigsten Gründe für einen Wechsel zu Ares. Also, fangen wir an. Der erste Grund ist, dass der Wechsel ist sehr einfach. Wie schon im Logo von Kurelzia-D zu erkennen ist, basierte diese Software auf Ares Commander. Da es sich um dieselbe Technologie handelt, ist die Benutzeroberfläche dieselbe, sodass es einfach ist, zu wechseln. Wenn wir dieselbe DWG-Zeichnung in Kurelzia-D und Ares Commander öffnen, gibt es praktisch keinen Unterschied. Sowohl in Kurelzia-D als auch in Ares Commander ist es möglich, zwischen einer hellen und einer dunklen Benutzeroberfläche zu wechseln. Hier sehen wir den Unterschied zwischen der dunklen und der hellen Oberfläche in Ares Commander. Falls Sie auf einem Mac arbeiten, ist es das Gleiche. Wie Sie sehen, aber Ares Commander bietet eine Multifunktionsleiste und ist kompatibel mit dem neuen Mac OS Sonoma. Grund Nummer 2 – Import und Export von Kurel-DRAW-Dateien. Wenn Sie wechseln, müssen Sie nicht auf vertraute Werkzeuge und Befehle verzichten. Alle CAD-Funktionen, die Sie derzeit in Kurel-CAD verwenden, sind auch in Ares Commander verfügbar. Das schließt den Import von Kurel-DRAW-Dateien im CDR-Format ein. Und ebenso den Export in dieses Format. Mit dem Aus von Kurel-CAD ist Ares Commander die einzige Lösung, die diese Kompatibilität bietet. Ares Commander bietet Ihnen zudem eine Anzahl neuer Features mit der Möglichkeit, Ihre Produktivität merklich zu verbessern. Werfen wir einen Blick darauf, wie einige dieser Funktionen Ihnen helfen können. Beginnen wir mit Grund Nummer 3. Dem Import von PDF-Dateien für Kurel-CAD war es für den Import von PDF-Dateien notwendig, ein Plugin zu erwerben, mit zusätzlichen jährlichen Kosten. In Ares Commander ist diese Funktion direkt integriert, ohne jegliche Zusatzkosten. Es ist so möglich, PDF-Dateien in DWG-Dateien zu konvertieren, die Sie bei Bedarf bearbeiten können. Die optionale Stapelverarbeitung erlaubt es zudem, mehrere PDF-Dateien auf einmal zu konvertieren. Grund Nummer 4 – Die Werkzeugpalette. In den aus AutoCAD bekannten Werkzeugpaletten können häufig verwendete Werkzeuge verwaltet und zur Verfügung gestellt werden. Wie zum Beispiel Blöcke, Schraffuren und Füllungen, aber auch Beschriftungen und Disproutinen. In AutoCAD erstellte Werkzeugpaletten können in Ares Commander importiert werden und umgekehrt, sie verwenden das gleiche XDP-Dateiformat. Ares Commander enthält bereits einige vordefinierte Werkzeugpaletten, aber Sie können jederzeit Ihre eigenen erstellen, per Drag und Drop von Elementen, die für Ihre spezifische Branche relevant sind. Der fünfte Grund ist die Trinity Block Bibliothek. Falls Sie Blockbibliotheken für sich oder zur gemeinsamen Verwendung mit anderen erstellen möchten, werden Sie dieses Feature lieben. Anwender können ihre eigenen Bibliotheken erstellen, die sie auf jedem Gerät nutzen können, egal ob auf dem Desktop-Rechner oder auf mobilen Geräten, da der Inhalt über die Cloud synchronisiert wird. Diese Bibliotheken können sowohl persönlich bleiben als auch mit anderen Nutzern geteilt werden, sodass es für ein Unternehmen einfach ist, eine gemeinsame Bibliothek für alle seine Mitarbeiter zu verwalten. Grund Nummer 6. Import von Revit und IFC-Dateien und BEM-Zeichnungserstellung. Wenn Sie in der Architektur oder im Baugewerbe arbeiten, lade ich Sie ein, die BEM-spezifischen Funktionen von Ares Commander zu erkunden. Sie ermöglichen Ihnen nicht nur den Import von RVT- und IFC-Dateien, sondern auch die automatische Generierung von Grundrissen, Schnitten und Ansichten. Das Beste daran, wenn die Quell-BEM-Projekte geändert werden, können Sie einfach die Geometrie Ihrer vorhandenen Zeichnungen aktualisieren, anstatt sie erneut von Grund auf zu erstellen.
Grund Nummer 7. Karten und Topo Points. Mit unserem Kartendienst können Sie nach jedem Ort auf der Erde suchen und hinter Ihrer Zeichnung ein Satellitenbild oder eine Straßenkarte einfügen. Sie können beliebig darüber zeichnen. Und mit dem Modul Topo Points können Sie topografische Punkte importieren und exportieren. Grund Nummer 8. Moderne Kollaborationsfunktionen. Mit Ares Commander können Sie weiterhin mit lokalen Dateien arbeiten, wie Sie es in Corel CAD getan haben. Aber Sie können auch Dateien verwenden, die mit Ihrem bevorzugten Cloud-Speicheranbieter synchronisiert sind. Das schließt Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox und viele andere ein. Mit den Ares Trinity-Funktionen in Ares Commander können Sie Ihre Arbeit im Büro beginnen und später ZB im Homeoffice fortsetzen. Sie können Änderungen zwischen allen Anwendern in Ihrem Team synchronisieren, auch wenn diese sich an verschiedenen Standorten befinden. Die Cloud ermöglicht neue Zusammenarbeit-Funktionen in Ares Commander, wie zum Beispiel das Einfügen von Kommentaren und Markierungen zur Zeichnung, um das Projekt mit Text, Fotos oder Sprachaufzeichnungen zu diskutieren. Ein anderes Beispiel sind Benachrichtigungen per E-Mail und die Versionshistorie, in der Sie die Änderungen sehen, die jeder Bearbeiter vorgenommen hat, Versionen vergleichen und sogar Änderungen rückgängig machen können. Der 9. Grund ist: die View-Only-Links. Mit Hilfe der Nur-Ansichtslinks können Sie Ihre Kontakte einladen, Ihre Zeichnung kostenfrei anzusehen und zu kommentieren, auch wenn diese keine Lizenz haben. Sie erhalten einen Link zur Online-Ansicht der Zeichnung, der stetig aktualisiert wird, wenn Sie die Zeichnung bearbeiten. Grund Nummer 10 ist die Möglichkeit, von überall und auf jedem Gerät zu arbeiten. Mit einer Ares Commander-Lizenz kann ein Anwender im Büro, im Homeoffice und überall sonst auf die Zeichnung zugreifen. Die Lizenz folgt dem Nutzer, der sich nur noch anmelden muss, um auf einem beliebigen Gerät zu arbeiten. Mit unserem einzigartigen Angebot der Ares Trinity erhält der Ares Commander-Nutzer auch eine Lizenz für Ares Touch, unserer mobilen Version für Android und iOS-Smartphones und Tablets. Und eine Lizenz für Ares Kudo, unserer Online-Version, mit der man direkt in einem Internetbrowser arbeitet, ohne Ares Commander installieren zu müssen. Ich hoffe, diese 10 Gründe haben Ihre Neugier geweckt. Nun empfehle ich Ihnen einen Besuch. www.graebert.com/CorelCAD, um mehr über unser spezielles Migrationsangebot für CorelCAD-Kunden zu erfahren.